Die Märkte unterschätzen die Risiken weiterer US-Zinserhöhungen in diesem Jahr. Philipp Uglow, MNI Indicators. Die amerikanische Wirtschaft scheint sich wieder aufzurichten. Starke Daten zu den Einzelhandelsumsätzen haben diesen Anstieg gefördert. Wie würden Sie die momentane wirtschaftliche Lage beschreiben? Der Start in das zweite Quartal sah eindeutig besser aus, vor allem was den Einzelhandel und den Konsum angeht. Die Resultate aus dem ersten Quartal sind ziemlich schwach gewesen. Der allgemeine Umsatz wird sich in der Zukunft weiter aufrichten, jedoch nicht, was das Gas- und Elektroelemente angeht. Wir sehen der wirtschaftlichen Zukunft Amerikas etwas optimistischer entgegen als vielleicht andere Wirtschaftler. Der wirtschaftliche Zuwachs wird in diesem Jahr moderat sein und ca. 2,5% aufweisen. Die April-Daten fixierten einen Konjunkturabstieg, wobei der Beschäftigtenmarkt aber stabile, positive Daten aufweist. Der gesamte Arbeitsmarkt sieht recht gut aus. Ein gradueller Lohnanstieg wird den Konsum in diesem Jahr auch unterstützen. Ein starkes Konsumklima wird die Konsumausgaben in diesem Jahr fördern, was die US-Wirtschaft gegen den externen Gegenwind abschirmen könnte. Wie wichtig sind diese Daten? Die Konsumdaten sind sehr wichtig. Der wirtschaftliche Zuwachs Amerikas wird wohl auch in diesem Jahr alleine durch den Konsum generiert werden. In den vergangenen Monaten hatten sich die Daten zum Konsumklima aber verringert. Im Monat Mai ist der Konsumklimaindex der Universität Michigan aber wieder auf einen 11-monatigen Höchstwert gestiegen. Den ehemaligen Abstieg kann man also auf die damalige Situation am Aktienmarkt zurückführen. Heute scheinen sich diese negativen externen Faktoren widergelegt zu haben, was die Konsumentenstimmung wiederum positiv beeinflusst. Die Arbeitslosenzahl zeigt 5%, der Lohnzuwachs hat sich etwas beschleunigt, während der Immobilienmarkt sich nach dem Schock der Finanzkrise wieder spürbar aufrichtet. Aus diesem Grund ist es keine Überraschung, dass das Konsumklima heute so positiv aussieht. All diese Faktoren werden den Konsumzuwachs in diesem Jahr fördern, was sehr wichtig ist, weil der Industriesektor und das externe Zuwachsbild Amerikas leider immer noch schwach aussehen. Glauben Sie, dass die amerikanische Notenbank den Zins in diesem Jahr wie versprochen anheben wird? Die Märkte unterschätzen die Möglichkeit weiterer US-Zinserhöhungen in diesem Jahr. In diesem Jahr rechnen die Märkte noch nicht einmal mit einer Zinserhöhung um magere 25 Basispunkte. Die amerikanische Notenbank hat ihr festgesetztes Ziel einer Arbeitslosenzahl von 5% bereits erreicht. Ja, einige Zuwachsdaten sind schwächer ausgefallen, als man angenommen hatte, vor allem im ersten Quartal. Die grundlegenden Fundamentaldaten sehen aber immer noch recht stark aus. Ich glaube, dass die amerikanische Notenbank den Zins in diesem Jahr zweimal anheben wird. Schwer zu sagen, wann. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, dass dies bereits im Juni passieren wird. Ich glaube, dass die Fed noch ein oder zwei Monate lang warten wird, um sicherzugehen, dass die Daten aus dem zweiten Quartal einer Zinserhöhung auch entsprechen. I wouldn't rule out June. It's not our central case. But I think the Fed will probably want to wait another month or so to better assess how growth is doing in Q2 before pulling the trigger. But I think we'll see a rate hike, you know, if not June, then very soon after. Thank you. Philipp, ich bedanke mich für diesen Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Auf Wiedersehen.